Ich denke, wir haben das großartig gemacht, gerade was die freien Bälle anging, dass wir die erkämpft haben, dass wir als Mannschaft reboundet haben und ja, einfach eine super Mannschaftsleistung geboten haben. Die Mannschaft mit mehr Herzblut hat gewonnen. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft, auch wenn es zwischenzeitlich nicht so gut lief. Georgia, jeez. Some of the shots were like a meter behind the three-point line. So, I don't know. Today everything was just going our way. The English word shit happens. You know that? Yeah. Today you can say Schmidt happens, right? Ja, da wurden Erinnerungen an die letztjährige Playoff-Serie geweckt. Die Basketballer aus der Chemnitzer Partnerstadt Düsseldorf waren wieder einmal zu Gast in Sachsen. Und das Spiel sollte genau das halten, was sich alle davon erhofft haben. Doch der Reihe nach. Vor dem Spiel traf nüchtern betrachtet der 7. der Tabelle auf den 3. Die Rollen schienen also klar verteilt, auch gerade weil Murat Didins Düsseldorfer in 9 Partien im Jahr 2013 nur 2-mal verloren haben. Chemnitz hingegen nur 3-mal gewinnen konnte. Außerdem kam mit Gary Johnson der letztjährige MVP der Niners zurück in sein altes Wohnzimmer. Auch das machte diese Partie ein weiteres Stück besonders. Nicht zuletzt verbindet die beiden Clubs seit letzter Saison eine gesunde Rivalität, welche die Gäste schon vor der Partie zu spüren bekamen. Auf Chemnitzer Seite sollte es für einen ein besonderes Spiel werden, auch wenn er das vor dem Tip-Off selbst noch nicht erahnen konnte. Hinein ins Spiel und da erzielte Donald Lawson aus der Mitteldistanz die ersten Chemnitzer Punkte. Für Düsseldorf markierte Christopher Gatley die ersten 4 Zähler, ehe Takumi mit einem Dreier die Niners wieder in Front warf. Robert Cardenas packte nochmal einfache Punkte am Brett obendrauf. Doch dann folgte eine erste starke Phase der Gäste, die recht schnell wieder mit 11:7 in Führung lag. BV-Coach Schreier nahm sofort die Auszeit, doch Adam Waleskowski packte noch einmal 2 Punkte auf das Düsseldorfer Polster obendrauf und so betrug der Chemnitzer Rückstand schon 6 Zähler. Jorge Schmidt konnte im direkten Gegenangriff mit etwas Glück von Downtown verkürzen. Doch auch Waleskowski bewies, dass er ein butterweiches Dreierhändchen hat. Es ging nun hin und her und nach einigen Treffern auf beiden Seiten stand es nach Gary Johnsons erstem Treffer an diesem Abend 22:16 für die Gäste. Alex Jones konnte mit 4 schnellen Punkten den Anschluss wiederherstellen. Dann rupfte Rosi rigoros seinen alten Captain, Ballbesitz Niners. Auch die folgende Düsseldorfer Offense konnte von der Orange Army gestoppt werden und so markierte Jones nach Ishizakis Anspiel den Schlusspunkt im Viertel 1. Mit 22 Punkten auf beiden Seiten ging es ins zweite Viertel, wo Nico Adamczak mit einem Dreier plus Foul zunächst die Halle verstummen ließ. Doch auch Rosi konnte von Downtown treffen und verkürzte zum 25:26. Nach 2 erfolgreichen Körben von Shooting Guard Marin Petric lag Düsseldorf schon wieder 5 Punkte in Front. Und die Hartmann-Halle merkte, dass die Mannschaft die Unterstützung aller Niners-Fans brauchte. Um
umgehend klappte es auch wieder im Offensivspiel. Zumindest in dieser Aktion, denn in der folgenden stellte Gary Johnson nach Stachulas Fehlwurf den alten Abstand wieder her. Dieser hatte jedoch nicht lange Bestand, denn Schmidt konnte umgehend wieder verkürzen. Beide Mannschaften gingen ein hohes Tempo und waren zum Ende der ersten Halbzeit wohl schon etwas platt. Denn es passierte in den letzten 3 Minuten nichts mehr, außer dass Chemnitz alle 4 zugesprochenen Freiwürfe traf und die Defense nun wie eine Mauer den eigenen Korb bewachte und Düsseldorf immer wieder Schwierigkeiten bereitete. Somit gingen die Niners mit einer 1-Punkte-Führung in die Kabine, Halbzeit. Das dritte Viertel startete dann gleich mit einem ersten Ausrufezeichen von Jorge Schmidt. Murat Didins Mannen blieben durch einen sicheren Gatley von der Freiwurflinie dran, doch Robert Cardenas traf postwendend wieder für die Hausherren aus der Mitteldistanz. Auch Gatley traf erneut. Mit allen Mitteln kämpfte er sich zum Rebound und konnte erfolgreich abschließen. Ebenso wie der Niners-Captain. Schmidt for free. Doch Düsseldorf blieb weiter hellwach und hochkonzentriert. Gary Johnson mit dem Steal und Marin Petric mit dem Pass auf Waliszkowski, der zum 42:42 ausgleichen konnte. Nach einer Auszeit von Felix Schreier und einem Freiwurftreffer von Johnson brachte erneut Jorge Schmidt seine Mannschaft vom Perimeter wieder in Front. Wenn man ihn so frei stehen lässt, aber auch kein Wunder. Waliszkowski glich erneut aus, doch Schreier brachte Jones wieder ins Spiel und dieser sorgte umgehend für die erneute Chemnitzer Führung and one. Nach 2 Freiwürfen von Johnson konnte Ishizaki wieder bis auf 3 Punkte Vorsprung erhöhen. Die letzten Aktionen in Viertel 3 gehörten Düsseldorf. Die Gäste konnten durch Treffer von Gatley und Adamczak mit einer 52:50 Führung in den Schlussabschnitt gehen. Im 4. Viertel machten die Baskets dann weiter ernst und konnten erneut durch Gatley und einen Dreier von Waliszkowski sogar mit 7 Punkten in Führung gehen. Den 10:0-Lauf der Gäste stoppte dann Cardenas mit einem ganz wichtigen Treffer von Downtown. Doch der Ex-Chemnitzer Gary Johnson konterte umgehend, ebenfalls für 3, wieder 7 Punkte vor für die Gäste. Alex Rosenthal fasste sich nun ein Herz und verwandelte sicher aus der Mitteldistanz. Und kurz darauf dann eine Kopie des Wurfes von eben. Wieder drin und wieder bis auf 3 an Düsseldorf dran. Chemnitz erkämpfte sich nun auch das Glück zurück und so fiel nicht mehr jeder Wurf der Gäste durch die Reuse. Donald sammelte hier einen seiner sensationellen 15 Rebounds und im eigenen Angriff hatte man ja noch Ishizaki, der an diesem Abend mit 12 Assists und 9 Punkten viele richtige Entscheidungen traf. 59:60 der Zwischenstand. Das Spiel wurde einmal mehr zur Zitterpartie. Der überragende Adam Waliszkowski stellte den alten 3-Punkte-Vorsprung wieder her. Und mit viel Einsatz und etwas Glück blieben die Niners bei Takumis beinahe Fehlpass im Ballbesitz. Und Jorge Schmidt fasste sich zum 5. Mal erfolgreich von Downtown ein Herz. Nach Schmidts Treffer zum Ausgleich folgte die am Ende wohl spielentscheidende Szene. Waliszkowski foult Lawson beim Kopflegerversuch, kassiert dafür sein 4. Foul und durch das anschließende Meckern gab es gleich noch sein 5. als technisches hinterher. 4 Freiwürfe Niners plus Ballbesitz. Ja.
Drei der vier Versuche fanden von der Linie auch den Weg durch die Reuse. Doch der folgende Angriff brachte nichts ein. Dennoch führte man wieder mit 3 Punkten. Diesen Vorsprung egalisierte Nico Adamczak nach einem nicht ganz cleveren Foul von Ishizaki. 65-65 der Spielstand rund 100 Sekunden vor Spielende. Alex Jones kam wieder ins Spiel und er sorgte offensiv umgehend für die erneute Chemnitzer Führung. Nach einem Fehlwurf der Gäste und 2 erfolgreichen Freiwürfen von Schmidt betrug der Vorsprung nun 4 Punkte. Doch abermals agierten die Niners in der Defense wenig clever und so schenkte Jones den Düsseldorfern durch dieses Goaltending 2 Punkte. Doch der US-amerikanische Center machte seinen Fehler wieder gut, in einem von Felix Schreier perfekt skizzierten Play bei Einwurf Baseline. Wieder waren es 4 Punkte vor und Düsseldorf versuchte nun mit einem Dreier wieder zu verkürzen. Doch Petritsch vergab und so spielten die Gäste das übliche Stop-the-Clock-Spielchen. Bei noch knapp 3 Sekunden auf der Uhr behielt Rosi die Nerven und machte nun endgültig den Deckel auf diese Partie. 73-67 hieß es am Ende und Chemnitz ging als glücklicher Sieger vom Parkett. Dieses Spiel hatte alles zu bieten. Spektakuläre Aktionen, 2 aufopferungsvoll kämpfende Mannschaften und ein zu jeder Zeit spannender Spielstand. Basketballherz, was willst du mehr? Es war eine enge Kiste, war über 40 Minuten lang ein Kampf. Eine sehr intensive Partie. Ich denke, es waren auch viele taktische Feinheiten drin, wenn man sieht, wie viele Auszeiten genommen wurden, um sich immer wieder neu einzustellen. Zwischenzeitlich, als wir dann, glaube ich, sogar mal kurzzeitig in Führung gegangen sind. Ich meine, im Spiel denkt man nicht so viel dran, aber natürlich war einem bewusst, dass das jetzt eine ganz kritische Phase ist. Aber wir haben ja die richtige Antwort gefunden. Chemnitz ist ein starker Mannschaft in der Heimhalle, ich weiß das schon. Ich habe gewusst, die ganze Woche ist ganz viele Zuschauer hier. Es ist immer so, es war so die letzten 3 Jahre, wenn ich habe gespielt hier. Das ist stark und intensiv und das war das Spiel heute. Das war, jeden Spieler hat alles gegeben von beider Seite, aber wir haben verloren heute, die Düsseldorf-Seite. Nicht nur Spieler des Spiels, sondern für die Liga auch Spieler des gesamten Spieltags war Jorge Schmidt, der mit 23 Punkten und einem Effektivitätswert von 26 Bestwerte im Niners-Dress auflegte. Ja, Wahnsinns-Dreier, die uns da auf jeden Fall den Arsch gerettet haben im dritten Viertel. Wir hatten super viele Turnover und wenn wir keinen hatten, dann war der Dreier von Jorge aus, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Metern drin. Also Wahnsinn, was der heute gemacht hat. Hat uns den Arsch gerettet. Shit happens, today Schmidt happens. Yeah, that's a good one. Save that one for Verschmitzt. Verschmitzt. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Ebenfalls einen großen Anteil an diesem Basketballfest hatten die knapp 1800 Leute, die wieder einmal die Hartmann-Halle für die Gegner zur Hölle machten. No, I love the fans, man. You can see the numbers. We're just so good at home. Everybody plays good at home. Ja, macht einfach Spaß vor dieser Kulisse, vor den Fans, die uns super unterstützt haben, immer wieder angepeitscht haben, auch wenn wir vorne Probleme hatten und ein paar Bälle weggeworfen haben. Das motiviert natürlich zusätzlich. Nach dem Sieg gegen Düsseldorf wird es nun immer spannender im Rennen um die Playoffs. Durch die Niederlage von Ehingen und den Sieg von Jena liegt Chemnitz nun aufgrund eines Dreiervergleichs wieder auf Platz 6 in der Tabelle und würde, wenn heute die Saison zu Ende wäre, in den Playoffs erneut auf Düsseldorf treffen. Für Gary Johnson spielt das im Moment noch keine Rolle, hat seine Mannschaft doch das große Ziel Aufstieg ausgegeben. Dafür muss man sowieso jeden in den Playoffs schlagen. The first 4 teams is you would think that they are the strongest teams in the league, you know, because their record shows that. But at the same time, it's been proven that anybody can beat anybody in this league. So, you know, whether if it's Chemnitz, Ehingen,
Gota, whoever ends up on them, the last four spots, I think it's going to be hard to play whoever who that team may be. Die Niners hingegen denken weiter von Spiel zu Spiel. Am kommenden Wochenende stehen jedoch gleich zwei Partien für die Niners auf dem Programm. Ja, erstmal spielen wir in Heidelberg, da geht es um zwei Punkte, zwei sehr wichtige Punkte. Darauf konzentrieren wir uns jetzt und sicherlich ist es nicht ganz einfach, dann zwei Tage später schon wieder antreten zu müssen, gerade gegen eine Mannschaft wie Göttingen, die sehr schnell spielt, aber darum kümmern wir uns dann. Erstmal geht es darum, in Heidelberg eine ordentliche Leistung zu bringen und möglichst Punkte mitzubringen. It's not really about what they do, it's about what we do. We need to come out and play like we do at home on the road. And we also need to keep our level of physicality up, like tonight. Gary Johnson hatte nach seinem Abgang im Sommer nie wirklich die Möglichkeit, sich von den Fans und dem gesamten Umfeld zu verabschieden. Das holt nun hiermit nach. I would just like to say that, you know, it was a very special time for me here in Chemnitz. You know, the 3 years that I spent here, you know, all the people I got to learn and meet, everything like this, all my teammates, I really enjoyed my time here. I left here with no bad feelings towards anyone. I understand that, you know, a lot of people wanted to see me come back. But when it didn't happen, you know, it was a lot of mixed emotions that happened towards August and September, you know. But on the same side, you know, I always respect everybody in this gym, in this hall, you know, and I got respect for everybody with my old teammates and everything like that. And I know this is a wonderful place to be, and know it's a wonderful place to play. But my future just put me somewhere else, which was, you know, which was a chance to go where I felt like to a team that really wanted to move into the BBL, you know. So other than that, you know, this is a wonderful hall, you know. I love playing here, and then hopefully we see us again some point in time in the future. Maybe in the playoffs. Maybe. Zum Abschluss nun noch das Highlight des Spiels mit anschließendem Ufta mit der gesamten Mannschaft. Wir sagen nochmal Danke an alle Spender aus dem Vereinsforum, die diese Ausgabe finanziell unterstützt haben. Bis zum nächsten Mal, dann gegen Jörges Heimatstadt Göttingen. Stay tuned. Noch ein Ausrufezeichen! Oh!